und gucken uns das an. Beim Studium eines toten Volkes sollten unsere Vorurteile und der aktuelle Wissensstand nicht die Fakten verschleiern. Relevant sind nur die Beweise. Die Proteaner haben die Citadel und ein erstaunliches Netzwerk von Masseneffektportalen gebaut. Das zeugt von einer Kultur der allerhöchsten Stufe. Eine derart gigantische Errungenschaft kann nur von einem erleuchteten Volk erreicht werden, dessen Mitglieder in Harmonie lebten, ohne Konflikte und Unfrieden. Aber ohne die Möglichkeit, ein lebendes Exemplar zu studieren, kann das niemals mit absoluter Sicherheit postuliert werden. Was ist zu viel für das Hirn? Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteane zu studieren. Ich glaube, das haben wir gehört. Wie jedermann weiß, waren die Proteane. Ja, doch. Was haben wir hier? Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin... Die persönlichen Logs ihres Vaters. Alles, Lewis und Clark? Ich keine Ahnung. Ja, vielleicht. Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Nein. Iris, nein. oder von Superman. Achso, ich habe Spider-Man gelesen. Entschuldigung. Von Superman weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Bin nicht so der Superman-Fan. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt. Was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Ich weiß nur, dass Superman doch Clark kennt. Das ist richtig, genau. Ich habe nur Batman vs. Superman gesehen und den habe ich auch nur wegen Batman geguckt. Ich mag Superman nicht. Ich bin auch nicht so der Fan von Superman tatsächlich. Das ist eigentlich so mein der letzte Held, den ich aufzählen würde von den ganzen Helden, die ich kenne. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu den alten Supermans finde ich den jetzigen aktuellen Schauspieler als Superman großartig. Da fand ich wirklich cool, da fand ich auch den Superman-Film echt cool. Ryder, Balavon hat gesagt, sie suchen nach mir. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein XN7 den Shadow Broker sucht. Ich kann alles besorgen, falls Sie bezahlen können. Vor allem, wenn die Tech etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der Rat wird mir die Spectre-Rudelweise auf den Hals setzen, wenn er davon erfährt. Übersetzung. Ich beschaffe Ihnen den gewünschten Code. Aber der Preis hat sich gerade verdoppelt. Sollten Sie Ihren Teil nicht einhalten, schicke ich Leute. Leute mit Knarren. Lois heißt sie? Okay. Das hätte ich jetzt überhaupt... Ne. So, dann gucken wir mal den verschlüsselten Log. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Ach so.
Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich auch nicht auf den anderen Lock zugreifen können, weil das würde absolut überhaupt keinerlei Sinn machen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ins Questbüchlein gucken. Ich glaube, die Leute haben wir... Was ist mit dem Jill eigentlich? Verschollenen Archen. Jill ist erstmal abgefrühstückt. Das finde ich schon mal schön. Nexus, die Feuerwehr. Müssen wir auf eine und genau sammeln. Okay. Zusätzliche Aufgaben. Es kann sogar sein, dass es eine Quest ist, die wir hier haben. Da bin ich aber gerade nicht selbst so sicher drüber. Da bin ich mir gerade selbst nicht so sicher, ob das wirklich die Quest ist, die wir... Müssen wir auf jeden Fall zur Andockbuch und wenn wir zur Andockbuch müssen, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass wir das auf der Nexus machen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Sieht nämlich so aus, als würden wir auf die Tempest gehen. Aber gut, dann sind wir jetzt erstmal auf der Nexus auch fertig. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich den Filmabend vorbereiten. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf die Tempest zurück. Das heißt, es kommt jetzt sowieso voll die epische Videosequenz wieder, wie wir abdocken bzw. hochfliegen, weil wir können ja nicht einfach in das Schiff gehen und auf dem Hafen stehen. Das macht man so nicht. Deswegen fliegen wir nur. So rum. So. Alles klar. Ja. Wenn du mich ansprichst, denke ich immer, du möchtest... Was kann ich für Sie tun? Weiß ich nicht. Dann konzentrieren... Sie wissen, wo es... Wobei, warte doch mal. Carlo, können wir noch mal reden? Was kann ich für Sie tun? Irritiert das, dass es hier nicht ausgeht. Was halten Sie vom Rest der Crew? Liam ist schwer in Ordnung. Nur wenige Menschen haben so viel Energie. Aber wahrscheinlich hätte ich ihm nicht sagen sollen, dass wir in der Waffenkammer Geheimfächer haben. Seitdem sucht er danach. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Unser Raumfahrttechniker war Tion Ada Vasmoray. Ein Quarianer und absolut furchtlos. Einmal kam ihm ein Schrotthändler auf Omega mit der Wir-verkaufen-nicht-an-Quarianer-Nummer. Tion hat ziemlich schnell eine andere Lösung gefunden. Was hat er gemacht? Er hat Memory-Schaum an seinen Umweltanzug geklebt und sich bei der Verhandlung gegen den Antriebskern gelehnt, den er haben wollte. Ganz lässig. Danach hatten wir eine perfekte Form der Komponenten und der Schrotthändler hatte nichts davon mitgekriegt. Wie witzig. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Das Glas an Bord ist eigentlich ein durchsichtiges Gemisch aus Oxiden und Nanofasern. Es verbiegt sich, anstatt zu zerspringen. Wie viel hält es aus? Immerhin sind wir nur eine Armlänge vom völligen Vakuum entfernt. Wir haben Tests mit drei betrunkenen Kroganern mit Vorschlaghämmern und einem Rambock von C-Sicherheit durchgeführt. Das Zeug ist stabil. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. O'Connell, unser Systemdesigner, hat ein Modell für die Energieverteilung im Schiff entworfen und installiert. Aber er hat vergessen, sein Terminal zu sperren und wir haben es ein wenig verbessert. Der arme O'Connell war 2 Tage lang überzeugt, dass das Einschalten sämtlicher Lichter im Badezimmer den Maschinenkern überlastet. Witzig. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Im Moment weiß ich nichts mehr. Tut mir leid, Sie müssen selbst für neue Geschichten sorgen. Was halten Sie vom Rest der Crew? Dr. Taparo scheint nett zu sein, wenn auch sehr ruhig. Es ist hier bestimmt ganz anders als auf der Hyperion. Weniger Leute im Stase-Schock. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Was halten Sie vom Rest der Crew? Angesichts von Drakes Erfahrungen mit Salarianern gehe ich ihm wohl besser aus dem Weg. Was schade ist, sein Grunienbraten riecht ganz vorzüglich. Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich mag Peeby, aber ich kann nur hoffen, dass sie sich nicht mal versehentlich gegen den manuellen Auslöser der Rettungskapsel lehnt. Ist das so einfach möglich? Es ist eine Rettungskapsel. Wenn die Benutzung kompliziert ist, hat man sie falsch konzipiert. Vielleicht passiert das ja. Wir müssen gerade mal alle Gespräche ein bisschen durchgehen, tatsächlich. Es tut mir leid, das habe ich irgendwie komplett übersehen. Was halten Sie vom Rest der Crew? Vetra ist sehr freundlich. Sie hat mir sogar Snacks aus getrocknetem Seetang besorgt und gesagt, ich dürfe nicht vom Fleisch fallen. Was halten Sie vom Rest der Crew? Mit Cora rede ich nicht viel. Sie wirkt immer so beschäftigt.
Ich würde Sie gerne ein paar Dinge über Ihren Vater fragen, aber irgendwie ist nie der richtige Zeitpunkt. Was halten Sie vom Rest der Crew? Joel stellt jede Menge Fragen über das Schiff. Ich habe ihm ein paar technische Handbücher gegeben. Er hat sie geradezu verschlungen. Ich sollte ihn zu den angaranischen Schiffen befragen. Die wurden immerhin dafür entwickelt, gegen diese verdammte Geißel vorzugehen. Das ist aber ein kluger Einfall von dir, Carlo. Was halten Sie von... Wenn ich noch mehr plaudere, bekomme ich Ärger. Von wem denn? Ich bin doch der Chef. Okay, seht ihr, da haben wir nämlich ein paar Sachen. Das muss ich jetzt selber beantworten. Pathfinder. Wobei... Ich sollte... Aber natürlich. Die Gespräche mit Suvi sind halt auch immer sehr tiefgehend. Nicht. Also wirklich so einfach gar nicht. Gar nicht. Gil, haben Ups. Ihren Termin nicht wahrgenommen. Schon wieder. Oh, da kriegt jemand Ärger. Ich hatte einen guten Grund. Nämlich? Wenn er mir wieder einfällt, sage ich's Ihnen. Hey, Ryder, was gibt's? Wie geht's Ihrer Freundin Jill? Gut, sie ist ziemlich beschäftigt. Wie es aussieht, ist es eine Menge Arbeit, die Fortpflanzung mehrerer Spezies in die Wege zu leiten. Wer hätte das gedacht? Es hat sie fast wahnsinnig gemacht, damit so lange warten zu müssen. Aber jetzt haben sie sozusagen von der Leine gelassen. Verraten Sie mir ein paar Pokerweisheiten? Man muss bluffen und seine Gegner durchschauen können. Aber ansonsten ist Poker reine Mathematik. Kein Wunder, das ist Wenn die Wahrscheinlichkeit, genau die Karte zu bekommen, die man braucht, höher ist als der Einsatz, setzt man. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Huch. Oh. Ich habe ganz vergessen, dass wir das auch noch haben. Ja. Kosten 40 Missionsfonds. Weg. Weg. Achso, das ist der Multiplayer und das kann ich die... Ja. Die haben zwar nicht ganz so hohe Sachen, aber... Okay. 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 Okay, da wollte ich eigentlich nicht drauf. Ich entdecke gerade neue Funktionen von dem Spiel. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin auf ein weiteres Erinnerungsfragment gestoßen. Mein Vater hat Sam für meine Mutter erschaffen, um sie zu heilen. Ich wusste, das war Teil seines Vorhabens, aber... Sie wussten nicht, dass es seine eigentliche Motivation war. Er wollte sie retten und hat dafür alles aufgegeben. Ihnen war nie bewusst, wie viel ihm seine Familie bedeutete? Nein, vermutlich nicht. Vielleicht wollte er es Ihnen ja genau deshalb zeigen. Ich habe noch eine Erinnerung meines Vaters gesehen. In dieser kam ich vor. Und Scott. Wir haben unsere Eltern besucht. Und unser Vater hat uns erzählt, wie es war, das Charon-Portal zu durchqueren. Also haben Sie Ihren Entdeckergeist von Ihrem Vater. Ich denke schon. Wir haben gescherzt, es würde uns im Blut liegen. Dann lebt dieser Teil von ihm weiter. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Wow. Und jetzt? Hallo? Hallo? Gucken wir jetzt keine Filme? Ich möchte Filme gucken, zum Ende. Pathfinder, tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Ich habe das Gefühl, wir sollten alles andere ruhen lassen, bis die... Alles klar.
Der Liam stinkt schon so ein bisschen, ne? So, dann bedeutet das, dass wir ja doch noch mit ganz vielen Leuten reden müssen. Hallo? Die Roker gehen nach Kadara und rekrutieren die Verzweifelten. Ich habe gehört, wie ein Anwerber der Roker seine Magie wirken ließ. Er hat sogar mich überzeugt. Bis später, Joe. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Hat er Pibi so zu erzählen? Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Darauf können Sie wetten. Dann hätten wir nur noch Kaur und Vetra. Hallo. Mein Gott. Gut, dass ich in diesen Anzügen stecke sonst immer. Sie sind wieder zurück? Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Wir haben mal einen gefährlichen Kult infiltriert, indem wir uns als neue Initiantinnen ausgaben. Valenza hat es gehasst. Sie war sowas wie unsere Militärgeistliche. Dieser Kult, diese Pervertierung des Glaubens hat sie richtig wütend gemacht. Wie haben Sie ihn zerschlagen? Nysira gab vor, Valenza müsse vom Bösen gereinigt werden. Sie erhielt eine Privataudienz bei der Anführerin des Kultes. Valenza hat sie erschossen und dann für sie gebetet. Na, immerhin. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Im Moment nicht. Aber vielleicht fällt mir ja später noch irgendwas Spannendes ein. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Jetzt müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem Sie gesprochen haben. Sagt sie immer das Gleiche? Wie geht die Suche nach... Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht Wir sehen... Ich werde hier sein. Cool, aber ich finde es ganz geil, dass die Leute dir so Geschichten noch teilweise erzählen können. Das habe ich ja am Anfang überhaupt gar nicht gemacht. Deswegen hole ich das gerade nochmal nach und dann ist auch gleich schon Feierabend hier. In dem, sagen wir, sehr kleinen Stream. Nach all der Arbeit, die ich geleistet habe. Arbeit, die ich... Ist hier was Neues? Nein. Keiner ihrer Jungs machen wollte. Erzählt mir, Tederna, ich würde nicht ins Team passen. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Sie haben... Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich liebe Vetra. Platonisch. Hey, Kleine! So, der hat doch... Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitschek am Arsch? Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Berufene sind ziemlich nervig. Sie sind schnell und erzeugen irgendeinen komischen Nebel, der sie und ihre Freunde verbirgt. Sobald man einen Berufenen erledigt, verschwindet auch der Nebel. Sie sollten sie also möglichst schnell ausschalten. Wenn Sie mich fragen, sind sie die perfekten Ziele für Granaten. Das ist echt cool, dass er dir quasi so Tipps gibt, wie du gegen bestimmte Gegnertypen vorgehen musst. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Mit den Cats stimmt irgendwas nicht. Diese gnadenlose Verbissenheit. Erzählen Sie mir... Okay, Erwählte. Es ist nicht gut, wenn einem zu viele von denen auf einmal zu nahe kommen. Ziehen Sie sich einfach zurück, wenn Sie Ihre Schilde treffen, und überlassen Sie sie mir. Ich wette, die sind es nicht gewohnt, von einem Korganer überrannt zu werden. Das ist auch gut zu wissen, dass er ganz gut gegen diese... Was auch immer. Erzählen Sie mir. Feuer und Sprengstoff sind wirkungsvoll gegen alles mit einer schweren Panzerung. Und eigentlich auch gegen alles andere. Normalerweise lässt sich niemand gerne im Brand stecken. Normalerweise? Da steckt doch eine Geschichte dahinter. Ja, davon können Sie ausgehen.
Sie sagten, normalerweise würde sich niemand gerne in Brand stecken lassen. Ich hatte gehofft, dass Sie deshalb nachfragen. Also, vor etwa 400 Jahren, plus minus ein Jahrzehnt vielleicht, saß ich mit meinen Jungs im Kampf gegen eine andere Söldnergruppe in der Falle. Also habe ich meine übliche Masche abgezogen. Ich bin vorgestürmt, um ihre Barrikade zu durchbrechen. Ich habe meinen Flammenwerfer rausgeholt und wollte gerade loslegen, als sie alle, wirklich alle, schreiend weggerannt sind. Die Sache war die. Ich war bei meinem Vorstoß durch eine Kiste mit turianischem Brandy gerannt. Ich hatte nicht mal bemerkt, dass ich in Flammen stand. Sie aber schon. Ich habe noch nie eine Söldnerbande gesehen, die so in Panik geraten ist. Eine sehr geile Geschichte. Erzählen Sie. Am besten zerstören Sie einfach diese kleine Kugel und schießen ihnen in den Kopf. Fall erledigt. Ach, jetzt habe ich eine einen Dialog gerade übersprungen, aber es geht um diese komischen Viecher, wo wir heute auch gegen gekämpft haben. Erzählen. Kolosse, boah. Kleine, selbst ich leg mich mit denen nicht im Nahkampf an. Halten Sie also auf jeden Fall Abstand. Und schießen Sie auf die roten, fleischigen Bereiche. Oder zur Not ins Gesicht, falls Sie sie frontal angreifen müssen. Ich musste mir gerade mal eben die Nase putzen, sorry. Erzählen Sie mir. Erschießen Sie alles, was Ihnen in die Quere kommt und bleiben Sie am Leben. Das funktioniert immer. So spiele ich auch Overwatch. Erschießen Sie alles, okay, was Ihnen in die Quere kommt und dann bleiben Sie am Leben. Fertig und das funktioniert. Sind mit den Kriegsgesprächen auch fertig. Und dann würde ich sagen, dann speichere ich hier eben noch ab. Ah, geil, wir kriegen so EP dafür, dass wir mit den Leuten reden. Das ist schön. Speichern wir ab und beenden damit auch Mass Effect Andromeda für zumindest für heute. So, und dann mache ich nochmal die Musik an. Meine Nase läuft gerade. Das ist richtig nervig.